So, herzlich willkommen zurück. Wir sind bei Floating Runner. 1996 erschienen. Von der japanischen Firma. Ich könnte euch den Namen jetzt auch sagen, aber über THQ auf jeden Fall. To Sing Entertainment. Ja, Kritiken waren eher nicht so doll. Coco Pelli. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Bei, wir haben hier ein Jump'n'Run, kannst du das sagen? Auf jeden Fall so die Kerbe wie Mario N64 und Jumping Flash hieß das. Ne? Hatten wir ja auch schon angespielt. Da war ich ja vollkommen überfordert. Mal gucken, wie es hier jetzt aussieht. Ja, so ein paar Beschreibungen hattest du. Kritisiert wurde zum Beispiel die Kamera. 1996. Ja, wir gehen einfach mal auf Start. Genau, du hast einen Jungen und ein Mädchen. Du hast Lay und du hast Chris. Okay. Und das Ganze sieht nach einem Spiel für Kinder aus, ist es aber wohl gerade in den späteren Leveln nicht. Wir gucken uns das Ganze mal an. So, oben haben wir die Lebenspunkte, dann den Score. Dann, wenn die Zeit hier abläuft. Warum müsst ihr immer ablaufende Zeit machen? Aber eigentlich so, für die PlayStation 1 grafisch. Okay, wo kommt ihr her? Lustig, lustig. Schön einsammeln immer. Ist halt die Frage, ob das von der Zeit... Achso, wir kriegen da Zeit, ne? Weil die ist irgendwie gar nicht so weit runtergegangen. Mal gucken, wer ich den jetzt weghaue. Komm. Irgendwie komisch mit der Zeit. Sammeln irgendwie die Items ein. Und keine Ahnung. Was ist das hier? Okay. Ja, okay, okay, okay. Hä? Spring einfach darauf. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir wieder... Okay, hier sind wir raus. Oh. Steuerung ist aber auch schwammig. So, wir haben noch zwei Leben. Weiß auch gar nicht, ob wir da rüber müssen. Okay, das klappt. Ja, das ist so ein bisschen das, was du mit der Kamera meinst, denke ich mal. Kreis, Viereck, Viereck. Okay. Okay, ich kann die auch einfach abschießen. Okay, zu hoch. Aber ich finde es cool, so ein bisschen so Comic-mäßig. Weil da fällt dann auch immer die schlechte Grafik, finde ich, nicht ganz so schlimm auf. Es ist so ein bisschen zeitloser. Natürlich merkst du jetzt die Jahre hier ganz klar an. Super, wie ich den treffe. Nee. Na, Steuerung ist so ein bisschen verhalten, finde ich. Na, kurzer Leck. Achso, hier habe ich angefangen, ne? Na, lass mich in Ruhe. Wieso bist du schneller als ich? Oder muss ich die einfach alle umhauen? Ja, okay. Nimm das. So, könnt's ja doch mal versuchen hier. Okay. Oh nee, Leute. Okay.
Aber hier ging es doch auch nicht wirklich weiter, oder? Hier waren nur die Kisten. Siehst du, bin jetzt schon überfordert. Oh, guck mal. Okay. Jetzt ist auf einmal dunkler geworden. Die lag wohl in der Sonne. Kress, ne? Kress. Ja, doch, doch, doch. Achso, dann haben wir hier so verschiedene Welten. Finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Mal gucken, was wir hier so Schönes finden. Na gut. Achso, der zeigt mir dann eine Richtung an, oder was? Ach, cool. Das ist aber wieder cool gemacht. Ja, genau. Ehrlich. Achso, die verschwinden auch mit der Zeit. Ja, warum nicht? Ja gut, ich sehe jetzt hier halt wirklich gar nichts. Habe ich sonst noch irgendwie Tasten? Ah, okay, hier kann ich zur Seite wegspringen. Okay. Ja, und das wurde halt bemängelt. Du weißt halt nicht, wo du bist. Weil die Kamera einfach blöd ist. Okay, da kann ich auch nicht hoch. Hier kann ich runter anscheinend. Ah ja, okay. Hier hast du auch eine Anzeige. Was doch voll Spaß gemacht haben, so ein Spiel. Ja. Ein paar Taubogas hast du hier. Na, nicht runterfallen. Wieso hast du ja eigentlich Schneemänner? So, Fragezeichen. Ja, natürlich. Komm. Was ist denn das für ein Schwierigkeitslevel? So, da muss ich lang. Und wie mit der Zeit verstehe ich so gar nicht. So, hier lang. Das ist ganz cool gemacht hier mit den Rutschen. Auch schön Farm-Fotospiel. Oh, okay. Muss mich dran gewöhnen, dass hier gleich immer Taubogas kommen. Natürlich war es nicht alles. Kann anscheinend auch auf die Dinger rausspringen. Die Wolken machen mir aber anscheinend keinen Schaden. So, von da komme ich, denke ich mal. Ja, aber keine Uhr. Von da komme ich. Ah, guck mal. Ja, siehst halt schon, dass sie sich Mühe gegeben haben. Hm, cool. Ist halt die Frage, ob die unterschiedliche Missionen haben, also sie und er. Oder ob du dann wieder wählen kannst, irgendwie, dass nach drei Leveln irgendwie eine Welt geschafft ist. Was zum Teufel? Ja, das, also so viel dazu. Kriegst aber anscheinend immer wieder Leben. Da ist ein Roboter. Ah, wir rutschen einfach mal. Das ist schon ganz cool gemacht. Muss ich da springen am Ende oder was? Oh. Schon lustig irgendwie. Ob das jetzt wirklich auf 95 oder nee, 96 einen wirklich gefesselt hat, ja, ich weiß nicht.
Ich glaube, ist gerade so ein Titel, du sitzt zu Hause, hast irgendwie alle deine Spiele gespielt, was spielst du jetzt? Und dann legst du den hier ein. Okay. Ah, gefährlich. So, warte mal, hier geht's runter. Sag nicht, ist schon wieder dasselbe. Gibt mir aber immer wieder zwei Leben, ne? Uiuiuiuiui. Kann ich rennen? Nee. Doch, rennen kann ich auf Kreis. Oder? Zumindest ein bisschen. Okay. Von wo schießen die eigentlich auf mich? Aber man wird zurückgesetzt. Immerhin. Ein bisschen Punkte. Bestimmt hier oben irgendwie. Aber wie? Habe ich was hinten auf den Tasten? Oh. Guck mal, ich kann die Kamera nein. Okay. Ach, das meinten sie mit zwei Kamera-Ansichten. Hab aber nach wie vor keinen Plan, wie es hier weitergeht. Was übersehe ich denn hier? Uff. Na gut. Und grafisch ganz okay, ne? Also für die Zeit natürlich. Ja, kein Plan mehr. Ja. Wenn ich da zurückspringe? Ne. Bringt mir mal gar nichts. Ah, warte mal, ich muss da oben rausspringen, denke ich mal. Einen Doppelsprung hast du nicht. So, Kreis, zack. Vielleicht muss ich hier mit Anlauf springen. Oh, guck mal. Das war's schon fast. Diese langen Laufwege aber auch. Das heißt, ich muss gleich zweimal springen. Na gut. Kann ich mich nicht einfach oben wieder hinsetzen? Springen runter und er setzt mich oben hin? So, jetzt kommt das nächste Lied. Nee, nochmal. Dauerschleife. Sehr gut. Nein! Ist aber auch schwer auszubalancieren, wann du, warte mal, Kreis ist Rennen. Anscheinend. Zeit läuft aber irgendwie langsam ab. Weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Achso, warte mal, wenn ich hier Kreis drücke, dann kann ich irgendwie nicht springen. Super. Ein Traum. Wirklich ein Traum, aber das sollten wir ja zumindest mal den Sprung hinbekommen. Aber er schlittert auch weiter, das heißt, ich muss noch mal springen. Ich habe versucht, stehen zu bleiben, aber keine Chance. So ein bisschen wäre ich aber sicherer. Immer noch zu früh. Komm, einmal versuchen wir noch. Sekunden. Diesmal nicht mal hängen geblieben.
Ich habe gedrückt. Muss ich da vielleicht so einen seitlichen Sprung machen? Also langsam, jetzt macht mir schon die Musik irre. Ach komm, das war's. Wir haben das Spiel angezockt. Es verwirrt mich. Falls ihr das damals mal gespielt habt, schreibt es unbedingt mal unten in die Kommentare mit rein. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten sehen wir uns bei den anderen 1400 Spielen von der PlayStation 1 wieder. Ja, und schönen Abend euch noch.